Er wurde im Juni 2008 zum offiziellen Cocktail von New Orleans erklärt. Dieser Mix aus Absinth, Zucker, Peugeot-Bitter und Rye-Whisky ist einer der ältesten Cocktails der Welt. Wenn auch du wissen willst, um welchen Cocktail es sich handelt, dann bleib dran! Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy, deinem Cocktail-Kanal. Ich bin der Reinhold und mixe bzw. rühre mit dir den Sazerac, den sich ein Zuschauer namens Peter sich auf YouTube gewünscht hat. Du benötigst für den Sazerac 5 Zl Rye Whisky, dessen Hauptbestandteil der Roggen ist, somit würziger und nicht so süß wie der Bourbon, der aus mindestens 51% Mais besteht. Danach brauchst du noch etwas Absinth, der wird zum Ausschwenken, zum Benetzen des Glases verwenden. Er wird aus Wermut, Anis und Fenchel hergestellt, die den typischen Geschmack ausmachen, sowie noch weiterer Kräuter. Und dann kommen noch 4 bis 5 Dashes, also Spritzer Peugeot Bitters. Der schmeckt etwas süßer und blumiger und ist im Vergleich nicht so bitter wie der Angostura Bitter. Dann noch ein Mixing-Glas und so einen schönen Weinkelch, sage ich halt einmal dazu, ja. Das erste, was wir machen, ist eben den Weinkelch hernehmen und das Glas vorkühlen mit ein paar Eiswürfeln und Wasser. Dazu geben wir etwas Wasser, dann kühlt das Ganze viel schneller. Stellen wir zur Seite. Anschließend geben wir 4 bis 5 Dashes Bitters in das Mixing-Glas. Dürfen auch gerne 6 Dashes sein in das Mixing-Glas. Ein Stück Würfelzucker kommt dazu. Das lassen wir kurz mal vollsaugen. Geht aber sehr schnell, wie du siehst. Anschließend gebe ich noch 5 bis 6 Zl Rye Whisky dazu, damit sich der Würfelzucker gut auflösen kann. Aber ich nehme mir noch den Teller des Barlöffels, also das Ende des Barlöffels, zur Hilfe und zerdrücke das Ganze noch. Anschließend verrühre ich es, damit sich der Zucker gut auflösen kann. Du kannst natürlich statt dem Würfelzucker, das halt im Originalrezept vorkommt, selbstverständlich gerne Zuckersirup verwenden. Der ist natürlich löslicher, aber was ich sehr gerne mag, ist dieses Crunchige, sage ich halt einmal dazu. Anschließend kommen noch Eiswürfeln dazu. Oder auch daneben. Und wir rühren im Prinzip so lang, bis sich das Glas außen beschlägt. Also bis das, dann wissen wir, okay, es hat die richtige Temperatur angenommen. Das Eis gibt natürlich auch noch etwas Schmelzwasser ab, was den Drink jetzt natürlich auch etwas verdünnt. So, wir geben nun das Eis und das Eiswasser aus dem Glas, haben somit ein schön vorgekühltes Glas. Jetzt geben wir aber nicht wie gewohnt den Drink in das Glas, sondern wie vorhin schon erwähnt, wir benetzen, also wir schwenken
das Glas mit ein wenig Absinth aus, ja? Sehr angenehm, wirklich tolles Produkt. Nur ganz, ganz wenig. Das dürfte reichen. Schön benetzen, damit der ganze Absinth bzw. das Glas voll mit Absinth ist. Ja? Das gibt dann noch so ein schön herrliches Anisaroma. Den Rest geben wir weg. Und nun seihen wir den Drink mit Hilfe des Haushornstrainers einfach in das vorgekühlt mit Absinth benetzte Glas. Ja? Anschließend gibst etwas Zitronenschale, beziehungsweise wir parfümieren den Cocktail und das Glas noch mit Zitronenschale. Dazu einfach ein Messer oder ein Kartoffelschäler, je nachdem, was dir lieber ist. Und schneiden uns ein Stück runter. Ja? Aber nicht so, sondern nur von der Schale. Das heißt, ansetzen und entlang der Zitrone ein schönes Stück runterschneiden. Ja? Wir parfümieren das quasi, indem wir zusammendrücken. Über dem Glas drücken wir die Zitrone aus. Somit spritzen die ätherischen Öle auf den Drink. Wir reiben noch den Glasrand mit ein. Ganz ruhig rundherum. Wenn du möchtest, auch sehr angenehm, hier unten am Stiel. Das ist, wenn du nämlich nachher das Glas angreifst, hast du ein herrliches, so wie jetzt, ein herrliches Zitronenaroma einfach auf der Hand. Wir schneiden es uns noch zurecht, damit es auch was gleich schaut, und geben es ins Glas. Den Rest kannst du wegschmeißen. Und jetzt kosten wir das Ganze mal. Riechen tut schon mal sehr interessant, weil du hast ja doch die Zitrone noch auf den Fingern kleben, beziehungsweise am Glasrand. Schöne ätherische Öle. Du hast aber auch den Absinth, klarerweise, diesen Anis, ja, leicht fenchlichen Geruch. Und der Roggen, wie es geht, ja. Starke. Der Roggen kommt drüber, dieses Würzige. Sehr gut. Gar nicht so stark wie vermutet. Man hat im Abgang eine leicht würzige Note. Es ist sehr interessant, eine nette Kombination. Vor allem wird es jetzt durch so ein kleines Schlückchen den Hals hinunter auch schön warm, weil der hat 100 Proof, das heißt, es sind doch 50% Alkohol. Das Zitronenaroma, das gefällt mir immer am besten, ja. Herrlich. Sehr angenehm, aber eins vorweg, mehr als zwei würde ich davon nicht trinken. Und dadurch wir natürlich jetzt auch das Mixing-Glas, also diesen Rye-Whisky im Mixing-Glas mit den Eiswürfeln so lang gerührt haben und das Schmelzwasser dazukommen ist, ist es nicht so stark. Also es ist etwas weniger, es ist verdünnter. Ja, sehr gut.
Kann ich nur empfehlen, aber eben Obacht. Mehr als einen an einem Abend würde ich da nicht raten. Um 1850 verkaufte Sewell Taylor seine New Orleans Bar, The Merchants Exchange Coffee House, um Spirituosen zu importieren. Er begann, eine Cognac-Marke namens Sazerac, Desforges et Fils zu importieren. In der Zwischenzeit übernahm Aaron Bird die Leitung des Merchants Exchange Coffee House und änderte den Namen in Sazerac Coffee House. Die Legende besagt, dass Aaron Bird anfing, den Sazerac Cocktail, der aus von Taylor importierten Sazerac Cognac und angeblich mit Peugeot Peters, die der Apotheker namens Antoine Amédée Peugeot herstellte, zu servieren. Antoine Amédée Peugeot war ein Apotheker, der von Westindien nach New Orleans emigrierte und sich Anfang des 19. Jahrhunderts im französischen Viertel niederließ. Anfang 1860 übergab Bird das Geschäft an John B. Schiller, der es bis 1869 leitete. Um 1870 wurde Thomas Handy dessen Besitzer. Bedingt durch die Reblausepidemie in Europa, die die Weinberge Frankreichs verwüstete, wechselte in dieser Zeit der Hauptbestandteil von Cognac zu Roggenwhisky. Der Sazerac Cocktail wurde 1908 erstmals veröffentlicht, als er in The World's Drinks and How to Mix Them von William T. Boothby alias Cocktail Bill erschien. Es wird gesagt, dass Thomas Handy sein Rezept für den Sazerac direkt vor seinem Tod an Boothby weitergab. Der wird aus Wermut, Anis und Fenchel, okay, nochmal. Sehr gut. Sehr angenehm, ja. Oh Mann, geh bitte. In der Zwischenzeit übernahm Aaron Bird die Leitung des Merchants Exchange. Bist du gescheit. Er begann, eine Cognac-Marke namens Sazerac Desforges. Alter Schwede. Um 1800. Ja? Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und falls auch du einen Drink hast, den ich für dich mixen soll oder dessen Geschichte dich interessiert, dann schreib es mir unten in die Kommentare und ich werde deinem Wunsch in den nächsten Videos sehr gerne nachkommen. Vielen Dank fürs Zusehen und vor allem viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.